Hallo meine Lieben, herzlich willkommen bei Andreas Lienbacher, Personal aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T. Heute gibt es wieder was auf die Ohren und was auf die Augen. Ich schreibe es euch mal auf. Auch wieder wie immer, ich habe nur spannende Themen, bei mir gibt es nichts anderes als spannende Themen. Es ist spannend, es geht hier um Körper und Geist und es ist immer spannend. Achtung, K, C, A, L und jetzt D. Defizit. Okay? Ein Kaloriendefizit. Ein tolles Thema. Und zwar folgendes. Aussage Nummer 1. Wenn du abnehmen willst, praktiziere ein Kaloriendefizit. Yes, das ist die allgemeine Aussage. Und jetzt kommt's, ihr Lieben. Das stimmt auch. Beim größten Anteil aller stimmt genau diese Aussage. Wenn dann das Kaloriendefizit auch noch so strukturiert wird, dass die Kalorien, die man zuführt, auch noch nicht nur reduziert sind, also nicht nur ein Defizit, sondern auch noch gesund strukturiert. Gesundes Essen, gesund viel mehr Gemüse wie vorher, viel mehr Ballaststoffe wie vorher, vollwertige Produkte. Darauf achten, dass die Kohlenhydrate nicht von glykämisch hoher Last sind. Also wenig Süßigkeiten, wenig Einback, wenig Schneckennudeln, wenig Croissants, gesunde Sachen, dem Ursprung sehr nahe. Dann ist das schon mal richtig gut. Aber, jetzt kommt wieder wie immer bei Mr. T das Aber. Das trifft nicht bei jedem zu. Es gibt auch Menschen, die kommen zu mir mit einem Kaloriendefizit. Und zwar schon ein jahrelanges praktiziertes Kaloriendefizit. Oftmals zu 60-70% sind Frauen, Restanteil sind tatsächlich auch Männer. Was für ein Szenario haben wir da? Wir haben ein Szenario, morgens keine Zeit. Raus aus dem Haus, kein Frühstück. Zwischendurch vielleicht mal was Fastfood-mäßiges, ein gutes, gesundes Frühstückchen mit dem gesunden Milch und mittags in der Hektik in der Kantine natürlich ein bisschen was Kohlenhydratlastiges, mit Nudeln dabei, Steinnudeln dabei, Pommes, Kartoffeln, Sahnekartoffeln, ganz viele Dinge, weniger Protein, weniger gesunde Fett, Kohlenhydratlastik. Den ganzen Tag bam, 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 geschäftlich unterwegs, viel zu tun, der Geist hat überhaupt keine Zeit, darüber nachzudenken, dass er Hunger hat, da kommen die Leute abends nach Hause, sind am Arsch, haben auch keinen Bock mehr was zu kochen, werden noch ein bisschen was gegessen. Dann ist noch im Hinterkopf, wenn ich wenig esse, wiege ich wenig. Das heißt, rein mathematische Logik bedeutet wenig essen, wenig wiegen. So, jetzt kommen die Leute mal zu mir, Ernährungsprotokoll, Mann oder Frau, man geht jetzt mal eine Frau aus, 1,68 m groß, 76 Kilo, isst im Durchschnitt tatsächlich am Tag, nach dem Ernährungsprotokoll, das ich bekomme, im Durchschnitt am Tag 1400 bis 1500 Kalorien. Geht in der Woche dreimal ins Fitnessstudio, macht dreimal Sport und hat Übergewicht. Macht aber schon lange Sport. Was ist hier los? Soll man jetzt so einer Person noch ein größeres Kaloriendefizit aufzwingen? Macht das Sinn? Jetzt schreibe ich euch noch was auf dazu. Das erklärt das Ganze. Also, es ist tatsächlich so, dass den größten Anteil aller, die in eine Gewichtsreduktion gehen, ein Kaloriendefizit Sinn macht. Wenn Sie zum Beispiel vorher 3000 Kalorien gegessen haben, auch noch in der Regel 70% schön kohlenhydratlastig, schön Nudeln, Pizza, Tortellini, viel Brot, weißes Brot, süße Stückchen ab und zu mal, noch gesüßte Länge, noch ein Wein, noch ein Bier zu, 3000 Kalorien im Durchschnitt am Tag. Und die reduzieren jetzt ihre Ernährung, immer noch die gleiche Basis, gleiche Struktur, gleiche Rohstoffe, aber mal um 600-700 Kalorien. Das heißt, da gehen wir von 7 aus, dann sind sie bei 2300 Kalorien. Okay? Mit diesen 2300 Kalorien nehmen sie auf einmal ab. Erste Woche 700 Gramm, 800 Gramm, zweite Woche 300, 400, 500 Gramm, dritte Woche 300, 400, 500 Gramm und irgendwann nach 4 Wochen, bam, passiert nichts mehr. Es geht nichts mehr. Gewicht steht. Was machen wir da? Die meisten sind dann so schlau und sagen, yes, dir gebe ich's, Kollege. Jetzt ziehen wir hier nochmal 500 Kalorien an. Okay, nochmal 500, minus 500. Dann sind wir hier bei 1800 Kalorien. 1800 Kalorien haben Sie jetzt. So, und mit diesen 1800 Kalorien, erste Woche, ein Kilo weg. Zweite Woche, fast ein Kilo weg. Dritte Woche, halbes Kilo weg. Vierte Woche, 300 Gramm weg, fünfte Woche, fuck, es geht schon wieder nichts. Was ist hier los? Was geht hier? Was muss ich noch tun? Okay, ich gehe noch weiter runter.
Dann gehen sie noch weiter runter. Manche gehen so auf 12, 13 Kalorien, 14 Kalorien. Da wird es nämlich schon eng. Okay, dann machen wir jetzt mal. Ups, Mr. T ist das Mützchen runtergefallen. Ihr habt Winter, da braucht der Mr. T ein Mützchen. So, hol ein Mützchen auf. Gut, okay, dann sind sie unten, sagen wir mal, bei 1400 bis 1200 Kalorien. Okay, yes, nehmen wir da. So, und dann bleiben sie hängen. Die gute Lady ist jetzt auf einmal bei summa summarum 65 Kilo von 75. 65 Kilo. So, und arbeitet hier. 1000 Es geht nichts mehr. Es passiert nichts mehr. Okay, sie machen ja Sport. Sie machen anscheinend dreimal in der Woche Sport, viermal in der Woche Sport. Ah, 64 Kilo. Okay, dann fällt sie wieder aus Sport, dann kannst du noch dreimal, sie wieder bei 65 Kilo. Und die ganze Zeit wenig Kalorien. Das gibt's doch nicht. Warum nehme ich nicht ab? Warum nimmt sie nicht ab? Ganz einfach, weil der menschliche Organismus, der ist in der Lage. Der menschliche Organismus ist ein Energiesparmodell. Allein das Gehirn ist die ganze Zeit darauf bedacht, alles automatisiert zu machen, um Energie zu sparen. So, und das geht hier im Körper genauso. Der Körper arrangiert sich und sagt, ja gut, jetzt gibt es halt nur noch 1300 Kalorien im Durchschnitt. Das reicht mir gerade so. Also muss mein Stoffwechsel, alle Stoffwechselvorgänge, die dafür sorgen, dass Energie umgebaut wird zu Wärmeenergie, müssen angepasst werden. Die Heizung wird runtergedreht. Natürlich, logisch. Wenn du ein Haus hast mit drei Stockwerken und es kommen tausende Heizöl im 1. Oktober und du weißt, der Heizölfahrer kommt erst im 1. April, dann drehst du die Heizung nicht voll auf. Sondern du achtest immer darauf, dass du ein bisschen dosierst, wenig Heizung, dass immer so ein bisschen Wärme da ist. Der Körper kann das auch. Jeder menschliche Stoffwechsel ist flexibel und kann sich der gegebenen Situation anpassen. So, und jetzt haben wir nämlich ein Problem. Auch hier bleibt das Gewicht stehen. Und jetzt gibt es zum Beispiel Menschen, die kommen dann zu mir, mit 65 kommen, Männlein oder Weiblein, das ist völlig wurscht, kommen dann zu mir und praktizieren schon seit Monaten eine kalorische Unterzufuhr. Der Stoffwechsel hat sich schon angepasst. Ja, und jetzt soll ich hergehen und sagen, yes, jetzt machen wir noch weniger Kalorien. Hauptsache ein Kaloriendefizit. Das funktioniert eben bei diesen Personen nicht. Und da gibt es da draußen ganz viele Menschen, die das so praktizieren. Die seit Wochen, Monaten, Jahren zum Teil schon zumindest von montags bis freitags unterkalorisch arbeiten, weil sie keine Zeit nehmen zu essen, dann auch noch sehr ungesund essen. Und da kann man nicht sagen, du machst jetzt ein Kaloriendefizit. Das funktioniert nicht. Das wollte ich euch heute mal zeigen, dass wenn ihr, weil ich bekomme immer wieder Nachrichten bei YouTube, bei Facebook, bei Instagram, ich habe schon Kaloriendefizit, ich mache schon eine Woche drei, vier Mal Sport, aber es funktioniert nichts mehr. Dann bist du im Stoffwechselloch, Kollege. Da muss dir jemand raushelfen. Und da kenne ich jemanden, der kann das. Ich sage noch ein Stichwort. Pendeln der Nährstoffe. Carb Cycling zum Beispiel. Tolle Idee. Bedarfsgerecht, das heißt an dem Tag, wo ich zum Beispiel Kraftsport mache, brauche ich mehr Energie. An dem Tag, wo ich es nicht mache, brauche ich weniger Energie. Dadurch weiß mein Stoffwechsel nicht genau, was tut er jetzt? Wenig, viel? Heizung hoch, Heizung runter? Vielleicht hat es schon so ein bisschen Klick gemacht. Freunde, das war's zum Thema Kaloriendefizit. Es ist, stimmt nicht, dass bei jedem das Thema Kaloriendefizit zum Erfolg führt. Freunde, schön, dass ihr zugeschaut habt. Unten dürft ihr gerne was reinschreiben. Ich habe kein Problem, wenn ihr konstruktive Kritik habt. Ich habe auch kein Problem, wenn ihr mich liked, wenn ihr mir ein Herzchen schenkt oder Däumchen oder Sonne. Alles, was ihr wollt. Macht's gut, bis bald. Personal Adresse Rindbach aus Karlsruhe, bekannt als Mr. T.